Und mir war bei jedem Auftritt klar, dass dort unten mindestens genauso viele Menschen stehen konnten, die mich töten wollten, wie die Zahnspangenmädchen, die über Sex mit mir fantasierten. Sunny, was sagst du dazu? Also ich hatte damals keine Zahnspange und umbringen wollte ich ihn auch nicht. Hi! Hi! Let's talk about Sex, Baby, könnte man wunderbar einleitend sagen. Zum ersten Buch von Bill Kaulitz, Frontsänger der Band Tokyo Hotel. Seine erste Biografie ist draußen. Einige der Headlines gehen ja auch wirklich genau in die Richtung, aber das wird Career Suicide, finde ich, so gar nicht gerecht. Nee, absolut nicht, weil Career Suicide ist nicht diese lang ersehnte Sexbeichte von Tokyo Bill, der sich halt in keine Schublade stecken lassen möchte. Genauso wie Bill selber einfach all die Jahre auch immer mehr war als seine Sexualität, die alle so unbedingt ergründen wollten. Career Suicide ist ein Einblick in Bills Welt. Ganz bedacht portioniert, aber doch knallhart ehrlich und auch ziemlich rotzig rechnet er mit seiner Vergangenheit ab und namentlich sogar mit einigen Leuten, die ihm damals das Leben zur Hölle gemacht haben. Es ist aber auch so ein Rückblick auf sein Lebenswerk und er therapiert sich, wie er es selber schreibt, damit selbst. Hast du Career Suicide denn schon gelesen oder hast du es zumindest vor? Schreib uns das mal in die Kommentare. Oder wie oft hast du es schon gelesen? Ja, wie krass, jetzt haben wir hier wirklich das lang ersehnte Buch von Bill Kaulitz in unseren Händen. Und wie schön ist es einfach. Es ist so, die erste Auflage ist einfach komplett schwarz. Das Cover ist auch so schön und es ist einfach insgesamt super stylisch, also perfekt passend zu Bill. Und wir freuen uns total über die zwei Rezensionsexemplare, die uns Ullstein zur Verfügung gestellt hat. Danke. Was wir jetzt machen, ist, wir versuchen mal unsere ganzen Gedanken rund um Career Suicide zusammenzufassen, wollen aber natürlich auch nicht zu viel spoilern. Das heißt, wir reden jetzt erstmal darüber, was wir so nach dem ersten Inhalieren innerhalb von einem Tag noch in derselben Nacht heiß diskutiert haben. Wir versuchen in Worte zu fassen, was wir so über diese dramatischen und teils auch verstörenden Einblicke in Bills Privatleben denken. Wir sprechen darüber, was uns über die Bandgeschichte ziemlich schockiert und teils aber auch bestätigt hat. Und ganz speziell schauen wir uns nochmal an, wie es für uns als Fans so war, das Buch zu lesen. Okay, also unser allererstes Gespräch über Career Suicide hatten wir so 2 Uhr nachts, noch am selben Abend. Und da waren unsere Gedanken natürlich mega durcheinander. Wir haben uns beide wild Notizen gemacht, uns Sachen daraus fotografiert, Zitate rausgeschrieben und das dann irgendwie versucht zu strukturieren. Aber das Buch hat einfach so viele Fragen beantwortet, gleichzeitig so viele aufgeworfen. Es hat uns schockiert und bestätigt und ja, das war auf jeden Fall ein ziemliches Durcheinander. Ich glaube, das wurde jetzt klar. Wenn man das Buch so liest, dann hat man eher das Gefühl, man liest eine fiktionale Geschichte. Und das war ja auch ursprünglich so der Plan von Bill. Der hat ja mit Tom sogar schon mal angefangen, einen Roman zu schreiben. Darin sollte es so um die Branche gehen, was sie erlebt haben, aber alles anonymisiert und noch so ein bisschen abgewandelt. Das hier ist aber jetzt einfach knallhart Bills Leben. Keine Halbwahrheiten und keine Kompromisse und einfach genau das, was er mitteilen will und was er erlebt hat. Also was ich, glaube ich, auch, oder wahrscheinlich du auch, am allerkrassesten fand, war einfach so dieses Name-Dropping. Also wirklich, es war nichts irgendwie anonymisiert. Es war ein krasses Name-Dropping. Bill war erschreckend ehrlich darüber, wie unehrlich er oft war und ist. Sie geben mega tiefe Einblicke in ihre Exen. Also nicht die Thomas-Schmidt-Exen, sondern die Ex-Partner. Und was das halt vor allem auch mit ihrer Twin-Connection gemacht hat. Das fand ich krass. Was ich mich vorm Lesen wirklich gefragt habe, ist, welche Schwerpunkte er wohl setzen wird, weil er wirklich bei der Geburt anfängt. Also die Kindheit und alles bis zu Karrierestart nimmt wirklich einen recht großen Teil des Buchs ein. Und da habe ich mich schon gefragt, wie er das so machen wird. Er gibt aber auch dann ab Karrierestart noch weitere private Einblicke. Also man erfährt auch wirklich, was er sonst so privat getrieben hat, wenn mal keine Kamera auf ihn gerichtet war oder wenn er mal in kein Mikrofon gesprochen hat. Hochgefühle, Rastlosigkeit, Verzweiflung, Unsicherheit, Drogen und immer wieder das Thema Sex. Ja,
Erstaunlich auch, wie unverblümt Bill über Hooker und diese ganze frühe Sexualisierung redet. Manchmal aber auch ziemlich erfrischend, dass eben auch gewisse Tabuthemen angesprochen wurden. Was mir auch besonders gut gefällt, ist, dass sicher, wie wir einleitend schon gesagt haben, ein Großteil gehofft hat, dass endlich Bill sich outet als was auch immer. Und obwohl es super viel um dieses Thema geht in dem Buch, erzählt Bill wieder nichts Konkretes und doch alles darüber. Und wir hoffen, dass diese ständigen Fragen, diese sinnlosen Fragen danach, in welche Schublade Bill denn jetzt gesteckt werden kann, einfach endlich mal aufhören. Ich glaube, das hat das Buch ganz klar gemacht. Einfach love who loves you back. Es gibt ja auch wirklich so viel Interessanteres und auch viel Wichtigeres. Einfach so Erlebnisse, die irgendwie erklären, wie Bill zu dem geworden ist, der er heute einfach ist. Ein gutes Beispiel ist da seine ständige Begleitung und der dritte Zwilling, wie er es nennt, die Zukunftsangst. Und da haben wir auch so ein Erlebnis mit Bill. Das war bei der Dream Machine Tour. Da hatten wir ein VIP-Upgrade und haben da was ganz Komisches erlebt. Damals haben wir das überhaupt nicht verstanden. Also man muss sich das so vorstellen, dass Bill Kaulitz, der ist gerade mit seinem 5. Album auf Europa-Tour, füllt seinen kleinen Backstage-Raum mit zahlenden Fans, die sich diese VIP-Upgrades gekauft haben, und spricht dann plötzlich von seiner großen Angst, irgendwann von Hartz IV leben zu müssen. Also, nachdem wir jetzt Career Suicide gelesen haben, verstehen wir natürlich, woher diese existenzielle Angst kommt und dass das so ein ständiger Begleiter von Bill ist. Aber in dem Moment war es schon ziemlich absurd, oder Sunny? Auf jeden Fall. Also, ich weiß, wir haben da echt noch viel drüber gesprochen danach. Auch vieles zum Thema Liebe und zu seinem großen Heartbreak wird klarer. Da hat er ja 2016 schon sein Soloprojekt Billy drumherum gesponnen. Jetzt wird es aber doch konkreter, wobei es für Fans, glaube ich, viel mehr so eine Bestätigung von einigen Theorien war. Aber für Außenstehende dann doch nochmal ziemlich interessant. Wobei er jetzt hier in diesem Liebesthema, also alles, was so Ü18-Beziehungen angeht, überhaupt keine Namen nennt. Also das fand ich ganz interessant, dass er weder von der Person, die sein Herz gebrochen hat, weder von den Beziehungen von Tom irgendwie einen Namen genannt hat. Also es war immer nur der Partner, die Freundin, however. Konkreter wird Bill hingegen, wenn es um die Karriere geht. Hier nennt er nämlich Namen und hier wird auch ordentlich abgerechnet. Knebelverträge, Vertrauensbrüche, erzwungene, kreativlose Zusammenarbeit und vor allem Antipathie. Also Bill nimmt hier wirklich kein Blatt vor den Mund. Er nennt namentlich die Leute, die ihn all die Jahre eingeschränkt und ausgenutzt haben. Dass sie ausgenutzt wurden, haben sie schon des Öfteren erzählt in Interviews. Das war jetzt für Fans zumindest nichts, was irgendwie neu war. Aber um wen und um was für Summen es so grob geht, das ist jetzt das erste Mal so offen und ehrlich kommuniziert. Und das war ziemlich krass. Vor allem, weil man jetzt eben nicht nur erfahren hat, wer hat sie wie ausgenutzt, in welcher Höhe, sondern auch, was hat es mit den Jungs gemacht? Also mit ihrer Kreativität, mit dem Zusammenhalt in der Band und der allgemeinen Zufriedenheit einfach. Das waren aber nicht die einzigen belastenden Situationen, die Bill beschreibt. Er schreibt auch über die Struggles mit Hatern und auch mit bestimmten Fans. Und hier ist er nochmal viel differenzierter, als er all die Jahre zuvor war. Das ist eine gute Überleitung, denn wir als Fans der ersten Stunde nicht haben Stalker. Das Buch gelesen, aber eben nicht ganz unvoreingenommen. Nee. Ja, also man sieht, es ist natürlich schwierig, so die Position als Fan einzunehmen, weil es ziemlich schade ist, dass es immer sehr negativ behaftet ist, Tokyo Hotel Fan zu sein. Sowohl von außen als auch teilweise von der Band, was in gewisser Weise verständlich ist. Es wäre aber halt schön, wenn einfach nicht Fans alle an sich so über einen Kamm geschert werden würden. Und das hat sich jetzt, finde ich, mit dem Buch so ein bisschen geändert, zumindest aus Bills Sicht, weil einfach jetzt nochmal ganz klar wird, wen er wofür verantwortlich macht. Anders als die Doku Hinter die Welt, bei der wurde das nämlich noch ein bisschen weniger gut transportiert und als Fan von Tokyo Hotel, egal mit welchem Background, musste man sich eigentlich ständig anhören, man hätte die Band ja nur gestalkt und deswegen hätten sie das Land verlassen. Ja stimmt, das hieß dann immer so, ja Tokyo Hotel Fan, habt ihr schön verscheucht, eure Idole. Und man selber hat sich halt einfach nur gedacht, Alter, ich bin 17 Jahre alt, ich habe gerade meine Idole nach Amerika verloren.
Ich bin froh, wenn die überhaupt mal hier in der Nähe irgendwie ein Konzert spielen. Wie sollte ich denen denn hinterher stalken? Und ich möchte es auch nicht. Das waren zumindest so, danke für die schöne Darbietung, Sunny, die Dinge, die wir uns damals echt häufig anhören mussten. Und wie Sunny auch schon gesagt hat, wir waren halt selber total lost damit, dass unsere Lieblingsband gerade einfach so verschwunden ist. Und wir hatten ja damit überhaupt nichts zu tun, weil diese benannten Fans, das waren halt diese Stalker, diese Paar, dieser Bruchteil, der in Seevetal irgendwie vor der Bude stand. Und das ist ja so ein verschwindend geringer Teil zwischen all den Fans, die jetzt halt einfach traurig waren, dass ihre Lieblingsband so im Nichts verschwunden ist. Also aus unserer Sicht waren das eben so wenige und nur so ein geschwinden kleiner Teil. Ich glaube, für Tom und Bill waren das mehr als genug und die haben es eben geschafft, ihnen das Leben so zur Hölle zu machen. Ja, absolut. Also da möchte ich jetzt auch überhaupt nicht das runterreden. Jeder, der da stand, war einer zu viel. Aber es waren halt nicht die Fans, sondern es waren halt einfach diese bekannten Fanatiker. Aber schreib uns doch du mal deine Erfahrungen in die Kommentare. Hast du dir auch so Sachen anhören müssen? Irgendwie von wegen, du hättest deine Idole verscheucht und keine Ahnung. Und du dachtest dir nur so, hey, ich bin einfach froh, wenn ich die irgendwann mal wieder auf dem Konzert sehen kann. Was Seevetal. Als Fan ist es jedenfalls sehr schön, in dem Buch jetzt mal zu lesen, dass Bill da durchaus differenziert und die Stalker auch beim Namen nennt, also nicht beim Vornamen, aber er nennt sie einfach Stalker oder Fanatiker. Und so ist es als Fan auch irgendwie angenehm, das zu lesen. Und vor allem ist es mega schön, so verschiedene Erlebnisse, auch persönliche Erlebnisse, nochmal so in Erinnerung zu bekommen, und zwar aus Bills Perspektive. Also mir ging es ganz krass bei dem Part über die EMAs in München so. Mhm. Da stand ich vor der Halle und hatte kein Ticket, weil man die nur gewinnen konnte. Das war so blöd, ja. Und das dann aber auch eben zu lesen, wie das für die Band war, dass da eben vielleicht auch nicht so viele Fans in der Halle waren und so. Also das fand ich einen sehr bewegenden Moment zum Beispiel in dem Buch. EMAs war ja auch so das Event, auf dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich glaube, es ging uns wie vielen anderen Fans insgesamt jetzt nicht so, dass man da krass viel Neues erfahren hätte in dem Buch, aber es war doch nochmal schön, so verschiedene Sachen nochmal so first hand zu hören von Bill und nicht nur über oberflächliche Bravo-Interviews oder durch die Presse. Das war doch nochmal so was ganz anderes und man hat einen ganz anderen Zugang dazu bekommen. Okay, wir versuchen das Ganze jetzt mal abzurunden und zu einem Ende zu bringen. Ich finde nämlich, Bills Buch liest sich so ein bisschen wie einen Roman, also wie halt ursprünglich gedacht. Und man vergisst teilweise so ein bisschen, dass es halt keine Fiction ist, sondern wirklich Bills Leben, die schlimmsten, die schönsten Erinnerungen, dieser bunte Mix. Und es macht aber so mega Bock auf einen zweiten Teil. Also ich habe das Gefühl, da muss jetzt noch irgendwas kommen, eben dadurch, dass es so einen Romancharakter hat. Außerdem würde mich auch ziemlich stark die Sicht der Gs und von Tom auch interessieren. Also vielleicht kommt da ja auch irgendwann mal was. Soon. Zu Bill kann man aber auf jeden Fall erzählen, er kann ziemlich gut mit Sprache, also jetzt mal abgesehen von teils unpassend wohl gern stellen. Und er ist einfach ein richtig guter Erzähler. Ja, mich hat das auch richtig gepackt, zum Beispiel diese Drogengeschichten. Das war, also man möchte einfach mehr von ihm lesen. Voll. Und das ist so krass, weil man kennt es ja von Bill, von seiner Bühnenpräsenz und so. Bill schafft es einfach, wenn Bill irgendwie in den Raum kommt, was ja auch im Vorwort so steht, und dem ist genau so, der hat einfach so eine gewisse Präsenz und durch die Art, also man dachte immer, es liegt halt so einfach an Bills Präsenz, aber diese Art, wie er schreibt, wie er diese Geschichten erzählt, auch damit zieht er dich nach so einem Lesemarathon so krass in seinen Bann. Aber gerade das ist auch so ein bisschen gefährlich, dass man das Ganze dann doch ein bisschen verblendet liest. Also gerade wenn man das eben so durchliest und sich da so reinziehen lässt, weil man ja vieles eben ein bisschen miterlebt hat, online oder offline. Und weil es eben so ganz konsequent nur Bills Sicht der Dinge ist. Also es ist ja wirklich seine Biografie und wie er die Dinge erlebt hat. Er versetzt sich nicht in andere hinein, am ehesten noch in seine Mutter, aber schon gar nicht irgendwie in David oder Dave oder Pat oder so und nicht mal in Tom. Also es ist, jedes Erlebnis ist einfach das, was er gefühlt hat und wie er es erlebt hat. Und nachdem das aber so konsequent ist, finde ich, kann man auch damit umgehen. Das ist aber vielleicht auch das, was so ein bisschen arrogant wirken könnte. Also er hat ja auch geschrieben, dass seine Lektorin ihn gewarnt hat, dass es sehr arrogant klingt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Grund ist, wieso es so
wirken könnte. Ja, weil er vielleicht ein bisschen empathielos wirkt, aber es ist halt einfach konsequent Bill. Ja, und wenn er das geändert hätte, dann wäre es eben auch nicht mehr Bill. Also er ist ja einfach ein bisschen beratungsresistent, sehr emotional und vielleicht auch nicht immer ganz korrekt, aber schon immer sehr darauf bedacht, sich selbst irgendwie gut zu inszenieren und gut darzustellen. Bill ist einfach ein Selbstdarsteller. So wie David Bowie, wie Nena seine Vorbilder. Bill weiß einfach genau, wie er sich sehen möchte. Und das zeigt er auch. Und das ist ja vollkommen legitim, wenn er dieses klare Bild von sich hat. Und wenn man das dann mal wirklich aus der Perspektive so betrachtet, also eben so ein bisschen neutraler, wenn es überhaupt nötig ist, aber kann ja auch mal nicht schaden, dann finde ich, ist es schon teilweise so ein bisschen sehr dramatisch und auch ein bisschen affektiert an manchen Stellen. Aber letztlich ist halt Bill die Exzentrik in Person und nichts anderes würde man von ihm erwarten. Ja, ich würde gerade auch sagen, ja, Bill halt, ne? Also ich glaube, man merkt, das Buch bewegt uns und hat uns zum Nachdenken gebracht und bringt uns auch immer noch zum Nachdenken. Und es gibt auch so ein paar Dinge, die uns vielleicht nicht ganz so gut gefallen haben. Also es ist so ein bisschen die teils dann doch unpassend gewählte vulgäre Sprache an manchen Stellen. Also als Fan verwundert einen das nicht, da weiß man, dass die halt so sind irgendwie. Aber manchmal war es schon ein bisschen befremdlich. Ja. Dann hätte ich mir für manche Themen vielleicht so eine Triggerwarnung gewünscht. Also gerade wenn es so um sexuelle Übergriffe oder so geht. Also das hat mich teilweise schon ganz schön schockiert. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das... Schwimmbad-Szene, oder? Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das manche ziemlich triggern könnte. Ja, auch familiär und so. Also da sind schon so gewisse Themen. Aber vielleicht muss man in der Biografie auch irgendwo damit rechnen. Das weiß ich nicht. Und an manchen Stellen hat es mich verwundert, dass Bill doch so ein bisschen unkorrekt und ein bisschen engstirnig wirkt. Also wenn er sich über Spätgebärende aufregt oder dann da sagt, ja, das waren bestimmt alles Schwestern, das wirkt so ein bisschen abwertend und dadurch engstirnig. Das hat mich bei Bill auch so ein bisschen gewundert. Aber wie siehst du das denn? Würdest du sagen, Career Suicide ist für Bill jetzt der Career Suicide? Oder ist das Ganze eher penibel geplant und doch ganz gut durchdacht, wie der gute Bill Kaulitz ja dann doch auch ist? Schreib uns mal deine Gedanken zu der Biografie Career Suicide von Bill in die Kommentare. Wir haben uns darüber natürlich auch Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach egal ist, weil Bill schon viele Entscheidungen getroffen hat, von denen es hieß, es ist Career Suicide und es sich dann immer erst im Nachhinein herausgestellt hat, welche Konsequenzen das Ganze hatte. Also wir sind sehr gespannt, was da noch so kommt. Denn das war sicher kein Career Suicide. So, jetzt aber mal wirklich abschließend gesagt, Bills erstes Buch, seine Autobiografie, beantwortet sehr viele Fragen. Einige Fragen aber auch nicht und es kommen auch noch ganz viele Fragen neu dazu und uns hat das Buch total bewegt, mitgenommen. Es war sehr nostalgisch. Es hat uns auch teilweise ziemlich schockiert und uns auf jeden Fall nicht unberührt gelassen. Surprise. Und es hat uns aber eine ganz große Frage beantwortet, und zwar die, weshalb wir 2017 keinen Bock mehr auf Trios-Ticketing hatten. Da haben wir ja gesagt, dass die Stimmung bei den Meet & Greets nicht immer so die beste war und dass das für uns so ein Punkt war, warum uns das so ein bisschen enttäuscht hat teilweise. Aber da war halt die Stimmung zwischen der Band einfach nicht so gut. Denn da hatte Tom dieses Partygirl und den Golddigger der dunkelsten Sorte. Und das hat eben auch Tom und Bill ziemlich gespalten. Und das könnte ein Grund gewesen sein, warum die Stimmung da eben nicht immer so gut war auf Meet & Greets. Wenn du mal genau wissen willst, warum wir keinen Bock mehr auf Trios Ticketing hatten und vielleicht auch noch haben, who knows, dann schau dir gern das Video auch mal nochmal an. Wie dem auch sei, wir schmieren uns jetzt aber auf jeden Fall noch ein Omenne-Brötchen und du schreibst uns nochmal in die Kommentare, ob du dieses süße Familienritual auch schon ausprobiert hast, als du das gelesen hast oder noch nicht und ob du es vorhast. Und dann kannst du dir hier anschauen, was wir von dem Buch der anderen Zwillinge halten, nämlich Willkommen Realität von Heike und Roman, damals gerade nicht mehr die Lochis und auch noch nicht Hero. Schau dir das auch mal an, vielleicht ist das was für dich. Tschüss! Drogen, Sex, weil das wäre schon noch wichtig, finde ich.